Die Hardware-Odyssee, wie man hier nochmal kurz im Rückblick auf ein Foto sieht, letztes Mal soweit abgehandelt. Da habe ich es ja dann tatsächlich geschafft, nach dem 87. Versuch, was halbwegs Brauchbares hinzukriegen. Ja, und die Elektronik und so weiter habe ich jetzt auch soweit fertig. Deswegen würde ich mal sagen, gucken wir doch da erstmal als nächstes drauf. Schauen wir uns auch dazu als erstes mal einen Schaltplan an, den ich mir überlegt habe. Sieht es hier so aus. Ziemlich drahtig, aber eigentlich gar nicht so viel drin. Das ist einmal hier der Pro Mini, den ich öfter schon mal eingesetzt habe, unter anderem auch bei meinem MPP-Wandler. Und der ist hier an einem Funkmodul angeschlossen, das ist ein RFM12. Habe ich immer kurz ein Foto von den beiden, ein bisschen zur Veranschaulichung. Also das ist der Pro Mini, ja, da ist ein Atmega 328p drauf und dann noch so ein bisschen Kram drumherum halt, ne, hier ein Spannungsregler davor, dass man den dann bis zu 12 Volt betreiben kann. Eine Verpolschutzdiode, diverse Stützkondensatoren, ein paar LEDs. Ein bisschen was mit anfangen kann, auch zu Debug-Zwecken ist ganz praktisch. Und das hier ist dieses RFM12-Funkmodul. Ja, gibt es in verschiedenen Frequenzen, 443, 868 MHz, so die üblichen, sage ich mal, was man so bei Garagentoren und Wetterstationen und so weiter findet. Da gibt es hier auch hier so lose SPI-Bus, kann man ganz gut also am Mikrocontroller betreiben, gibt einen Interrupt, wenn sie was empfangen und so weiter und so fort. Das sind Transceiver, also können senden und empfangen. Die habe ich eigentlich in meiner Haussteuerung so im Einsatz und deswegen soll das jetzt auch hier im Thermostat zum Einsatz kommen, weil das natürlich auch in die Haussteuerung kommt. So, ja, also ist hier erstmal unten der Anschluss hier über SPI an den Pro Mini. Das ist jetzt erstmal nicht so spannend. Hier oben gibt es einmal so eine H-Brücke, das ist ein L9110. Wer so ein bisschen so in diesem Bereich unterwegs ist, der kennt den vielleicht sogar. Ich kannte den noch nicht, aber ich bin darauf gestoßen, war auch ganz happy. Weil das ist eigentlich nur eine H-Brücke mit zwei logikkompatiblen Eingängen, wo man dann quasi die Polung, also die Drehrichtung, wenn man jetzt mal von dem Motor sprechen, wie in diesem Fall, am Ausgang dann quasi steuern kann. Also habe ich jetzt auch meine 12 Volt Betriebsspannung hier, die ich anwende. Und da habe ich dann den Motor drin, der den Thermostaten dreht, wie wir im ersten Teil gesehen haben. Und den kann ich dann hier quasi ohne externe Bauteile sozusagen direkt über diesen Chip zum DIP-8-Gehäuse quasi über den Mikrocontroller ansteuern mit nur zwei Pins. Das ist ganz praktisch, kann bis 800 Milliampere, also reicht in diesem Fall völlig aus, weil ich brauche ja nicht mal 100 Milliampere. Ist also völlig geeignet und ist platzsparend. Man braucht sich nicht viel Gedanken machen. Dann gibt es hier vorne noch was, was ich so noch nicht angesprochen hatte im ersten Teil, und zwar ist das hier eigentlich nur ein Step-Down-Wandler. Und zwar sitzt er hier so ein bisschen High-Side, damit ich einen Low-Side-FET habe, damit ich keinen Treiber brauche. Den habe ich jetzt hier schon mal drauf, weil ich plane halt für die Heizkörper, wo die Thermostaten drankommen, noch Lüfter einzusetzen. Also, dass die quasi ventiliert sind. Kann man ja teilweise auch fertig kaufen. Gibt so Lüfterkassetten, die kann man unten in so einen Plattenheizkörper reinschieben und dann, ja, unterstützen die die Konvektion, wenn man eine niedrigere Vorlauftemperatur hat. Zum Beispiel. Oder wenn man den Raum schneller warm haben möchte, dann gibt ja jetzt verschiedene Ideen. Ja, und da habe ich mir gedacht, sowas plane ich auch nochmal ein. Gerade wenn ich auf Wärmepumpe gehen will, dann sind niedrige Vorlauftemperaturen natürlich wichtig, sage ich mal, für die Effizienz. Deswegen habe ich mir noch einen Wandler eingebaut, wo ich dann noch ein paar Lüfter mit betreiben kann. Also kommt 12 Volt Lüfter rein mit einem 12 Volt Betriebsspannung, die ich hier eh habe. Habt ihr hier noch ein Step-Down Design, dass man die dann auch mit einer niedrigeren Spannung betreiben kann, ne? Dass man nicht so viel Wind in der Bude hat und vor allen Dingen, dass es keine Geräusche macht, dass die halt leise sind. Kann man natürlich mit PWM machen bei Lüftern, ja, aber schwierig, also meistens machen die dann Geräusche, piepen so ein bisschen oder pfeifen oder ähnliches und so weiter. Und deswegen dachte ich mir, ich mache einfach noch eine Induktivität und einen Kondensator dazu und habe dann eine halbwegs saubere Gleichspannung, mit denen ich die betreibe. Und dann sind die ja quasi geräuscharm. Wenn man so einen 12-Volt-Lüfter bei 5 Volt laufen lässt, dann tut der ja nicht mehr viel. Ja, und das ist so der Plan hier. Dann gibt es hier noch einen Spannungsteiler, wo dann ein Ausgang hier auf den Mikrocontroller auch noch geht, dass der die Analogspannung messen kann. Also die Ausgangsspannung hier quasi. Wobei das jetzt hier ein bisschen eines Tricks bedient ist sozusagen, weil ich bin ja hier mit dem Wandler, bin ich ja Highside. Also kann ich quasi gegen GND ja nicht direkt die Ausgangsspannung messen. Stört mich jetzt aber nicht. Ich könnte prinzipiell eine differenzielle Messung machen, aber den Aufwand wollte ich mir gar nicht geben. Ich gehe einfach davon aus, dass meine Betriebsspannung 12 Volt ist. Und ich verwende ein Netzteil, also die ist 12 Volt plus minus ein bisschen. Also ist jetzt quasi Toleranzen, die man verschmerzen kann. Und dann messe ich einfach gegen GND die Ausgangsspannung hier und ziehe die dann von 12 Volt ab. Und dann weiß ich meine Ausgangsspannung, die ich halt wirklich habe. Also die quasi der Lüfter sieht sozusagen. Also nicht gegen GND, sondern eben gegen Versorgungsspannung. Ja, ist so eine kleine Rechenaufgabe.
Aber es kommt dann am Ende auch hin. Wir reden ja eigentlich von 100 Millivolt bei so einem Lüfter, ne? Wo wir höchstens auf 5 sind oder 6 oder 8 oder 12. Und dafür reicht das ja völlig aus. Wenn das Netzteil jetzt 12 oder 12,2 oder 11,8 liefert, das ist ja dann egal. Naja, und damit ist eigentlich auch schon alles abgehandelt. So sieht das aus. Und dann habe ich mal Platinen davon gemacht. Die sehen jetzt hier so aus. Das Ganze habe ich aufgeteilt in zwei Platinen, weil das sonst von der Größe her schlecht in das Gehäuse mit reingepasst hätte. So war ein bisschen Platz begrenzt, sage ich mal, weil ich möchte ja keinen riesen Klotz da dran haben am Ventil. Und ja, so sieht das jetzt aus. Also das ist hier einmal der Wandler der Induktivität, wie man unschwer erkennen kann. Hier der Feldeffekttransistor dazu. Die Diode liegt dann auf der Unterseite, die Freilaufdiode. Hier zwei Kondensatoren, auch für den Wandler hauptsächlich. Und hier oben ist dann der DIP8-IC, der dann ne, den Motor ansteuert, der das Thermostat dreht. So ist das hier alles verteilt. Ja, hier auf der anderen Seite gibt es dann das Funkmodul, wie man hier sieht. Da ist einmal der ProMini nochmal im Rahmen aufgezeichnet und der ganz äußere Rahmen, das ist die Platine, die ich herstelle. Wo dann auch die Leiterbahnen drauf sind, wo man dann eben vom SPI zum Funkmodul kommt. Hier habe ich noch einen Stützkondensator für den Analogeingang, der dann von hier drüben kommt und die Ausgangsspannung an den Lüfterausgang misst. Und viel mehr ist hier eigentlich gar nicht mehr drauf. Hier noch ein kleiner Stützkondensator, der dann eben nochmal für das Funkmodul ein bisschen die 5 Volt stützt. Und das war's eigentlich auch schon. Hier oben habe ich mir nochmal so ein paar Platzhalter hingelegt, nenne ich es mal. Die sind natürlich nicht mit dem Layout drin, aber das sind eigentlich nur Ausgänge, die ich mir nochmal frei halte, wo ich dann Temperaturfühler anschließen kann. Es gibt ja diese DAT22, das sind ja kombinierte Feuchte-Temperatursensoren, die recht gut kalibriert sind, mit denen man auf so 0,5% halbwegs messen kann. Und das ist schon ordentlich und die plane ich mir ja einfach noch mit ein, dass ich den mit anschließen kann, wenn ich vor Ort dann nochmal irgendwie Temperatur, Luftfeuchtigkeit mit aufnehmen will. Ja, dass ich das auf jeden Fall schon mal vorgesehen habe, kann ich den extern anschließen mit dem Kabel und dann kann man den noch 1 Meter weghängen oder so, das sieht man ja dann. Aber das ist erstmal so der Plan. So sollen die beiden Platinen aussehen. Können wir die also erstmal herstellen. Bezüglich der Platinenherstellung habe ich auch noch mal ein bisschen was verändert. Und zwar habe ich ja sonst immer Dekor aufgeklebt, also dieses Klebedekor, Holzdekor. Und ja, das ging natürlich ganz gut immer und man musste halt ein bisschen danach säubern und immer noch ein bisschen Kleber wegmachen. Ich habe da mal mit Petroleum nochmal rüber gepinselt und dann ging das ja. Jetzt da nochmal ein bisschen ausprobiert und ich habe so eine Metallgrundierung mal hergenommen und habe damit einfach mal das nackte Basismaterial eingesprüht und wollte einfach mal gucken, was passiert. Ne? Also sozusagen mal ein bisschen ausprobieren, ob man es vielleicht noch besser hinkriegt. Und ja, ne, einfach mal drüber gelasert und das eben gesehene Layout, mal die Bahnen rein und die Bohrungen und so weiter angezeichnet und dann einfach mal geguckt, wie das aussieht, ob man das vielleicht auch verwenden kann, ob das vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher ist. Und ja, ich muss sagen, es sieht auch ganz gut aus und es trägt auch sogar relativ rückstandsfrei ab. Es kommt natürlich ein bisschen auf den Lack an, weil diese Metallgrundierung, die ich jetzt hier hatte, da geht das ganz gut. Also da bleibt eigentlich nichts zurück. Ich habe es einmal noch unter fließend Wasser abgespült, dass so die gröbsten Sachen halt raus sind, wenn nochmal irgendwo Krümel drauf liegen oder so, und dann ging das eigentlich. Dass man jetzt da beim rechten Teil der Platine, wo das Funkmodul drauf ist, die Bohrung nicht so gut sieht, das ist halt einfach so ein bisschen meiner Einstellung in der CAM-Software geschuldet, ne? Weil die Kreise waren halt einfach zu klein, es waren am Ende nur noch Punkte und dadurch ist dann nicht mehr viel Material, ne? Was hier jetzt noch, sage ich mal, abgetragen wurde, dass man das sieht, das muss man so ein bisschen erahnen. Das ist hier natürlich besser auf der Seite, wo das ein bisschen gröber ist. Ah ja, es ist also, der Lack ist ein bisschen empfindlicher, ne? Also das Dekor ist natürlich stabil. Wenn man da mal irgendwie gegenkommt oder mal drüber kratzt oder so, dann passiert da nichts. Muss man bei den Lackern ein bisschen aufpassen, weil dann ist natürlich sofort dann auch das Kupfer weg später. Ne? Das heißt also, das ist jetzt nichts unbedingt, was man so behandeln kann wie vorher. Aber so grundsätzlich von der Art und Weise geht es halt auch ganz gut. Und es macht ein bisschen weniger Arbeit, weil man es halt nicht mehr noch unbedingt sauber machen muss danach. Ja, und an dieser Stelle Trommelwirbel, endlich die neue Ätzanlage mal in Betrieb genommen. Da hatte ich mich ja selber auch schon darauf gefreut, dass ich mir ja was habe, dass ich mein Konstrukt auch mal ausprobieren kann, was ich da gebaut habe. Und ja, ne, hier ist die Platine schon drin an meinen provisorischen Haken, die sich tatsächlich ganz gut eignen, auch gehängt. Ich habe noch mal ein Stück schwarzes Isolierband drauf geklebt, wie man da sieht, dass es beim Klemmen draufstecken nicht gleich den Lack runterschiebt. Und ja, dann habe ich auch mal ein kleines Zeitraffer-Video vom Ätzvorgang gemacht. Also es ist ganz neckisch. Man sieht dann auch direkt, wie es fertig ist, wenn die Lampe hinten durchscheint. Und ja, also das funktioniert echt schon gut. Da bin ich schon tatsächlich sehr überzeugt von jetzt und ein bisschen begeistert.
Ja, auch mit den Luftblasen und so weiter, das geht ganz gut, ne? Sieht man sofort auch, wie es denn das Material direkt abträgt und das nicht so wie vorher in der Glasschale war, dass man da ewig drin rumgerührt hat, mehr oder weniger, bis es denn mal fertig war. Also das ist so schon echt, es grenzt schon an eine vernünftige Herstellung, möchte ich sagen. Ja, das Ganze dann wie gehabt gebohrt, einmal die kleinen Bohrungen mit 0,8. Für die Induktivität, da gibt es gleich 3 mm Bohrung. Da kommt dann noch Schraube durch. Dann das Ganze noch mal ein bisschen ausgesägt, vereinzelt. Geht, ja, mit Aceton geht halt der Lack wieder runter, ne? Das ist klar, also irgendwie geht alles ab. Ne? Mit Petroleum geht's nicht. Aber mit Aceton ein Tropfen drauf und dann schwimmt gleich alles weg, ne? Also das ist dann auch relativ simpel wieder gereinigt. Das ist auch keine große Sache. Aber das Ganze noch ein bisschen auf Maß geschliffen. Denn man sieht hier noch mal so ganz grob, auch wenn der Lack schon ab ist, brennt das ein bisschen in die Kupferfläche ein hier, die Kontur, die ich mit aufgelasert habe, mit der kleinen Leistung. Und das reicht natürlich aus. Man braucht ja nur so eine grobe Ahnung, bis wo man hinschleift und dann ist das gut. Ne? Beim Schleifen absaugen, ne? Weil dieser Glasfaserschleifstaub, das ist nicht gesund, wenn man den einatmet. Ne? Also da ein bisschen gucken, dass man sein eigenes Leben da nicht unnötig verkürzt. Ja, und dann ist das auch soweit fertig. Zum Halten der Ringkerninduktivität auf der Platine brauchst du noch einen Halter. Ich habe sonst bei meinen größeren Geschichten, die ich so hatte, bei den Wandlern, die ich bisher hier so gebaut habe, immer 2 Halbschalen genommen, dass man die Induktivität richtig dann einspannen konnte von oben und von unten. In diesem Fall habe ich jetzt mal nur eine Hälfte genommen, wie man hier sieht. Also wird einfach von oben durchgesteckt. Hier passt eine M3er Mutter rein in das Hexagon. Jo, Schraube durchgezogen von unten über die Platine und dann einfach auf die Platine gedrückt. Ja, das reicht dann ja völlig aus in dem Fall. Die ist ja weder groß noch irgendwie schwer oder würde irgendwie vibrieren und so weiter. Das mache ich immer nur ein simples Teil an der Stelle. Kann das also auch gleich mal auf den Drucker. Braucht ganze 23 cm PETG-Filament. Also der Rest dann auch im Schlauch vor meiner schwarzen Rolle sozusagen. Gleich durchlaufen lassen, die 4 Minuten in Zeitraffer und dann war das fertig. Dann einmal einschrauben. Wie erwähnt, das Teil von oben durchgesteckt. Mutter eingepresst, von unten mit einer Senkschraube durchgeschraubt und dann ist sie auch drauf und stabil. Dann noch eine kleine Eigenheit, und zwar FET IRF 3708. Nehme ich immer sehr gerne, weil finde ich, ist einer der universalsten, was man so findet. Niedrige Gatekapazität bei einem niedrigen On-Widerstand. Ne, kannst du mit 3 Volt schon durchsteuern, das Ding, weil er Logic Level geeignet ist. Schafft aber trotzdem bis zu 20 Volt Gate-Spannung, wenn man noch was Höheres hat. Also ist eigentlich immer geeignet. Ne? Kannst du wunderbar aus dem Mikrocontroller-Pin noch mit 60 Kilohertz betreiben. Reicht noch zum Umladen bei den maximal 40 Milliampere, die man rauskriegt. Also ist eigentlich optimales Ding. Deswegen hatte ich den da. Wenn er aber mal ein bisschen zu groß ist, dann sägt man ihm einfach mal die Fahne ab und schleift das ein bisschen hin und dann reicht es auch für kleinere, niedrigere Anwendungen noch aus, ne? Wie man hier sieht, wenn die Platine jetzt mal bestückt ist. Und zwar ist das hier zwischen dann eben so, dass ich nicht mit der Höhe der Kondensatoren und der Höhe der Induktivität hier noch halbwegs auf Bahn bin, ne? Dass die Fahne da nicht raussteht, weil, wie man später noch sieht, ist der Platz da doch schon begrenzt. Ja, hier noch so ein paar Bauteile drumherum, wie erwähnt, ne? Der IC hier noch, der noch bestückt werden will, vorne der Gate-Widerstand für den FET. Da einer der Widerstände für den Spannungsteiler zur Messung der Lüfterausgangsspannung. Der andere ist hier von unten bestückt, weil der Kondensator von oben sitzt. Sieht man dann hier. Da ist noch die Freilaufdiode drauf. 3 Ampere Schottky reicht auch völlig aus. Ich denke mal so bei 1,5 Ampere rum werde ich mit der Anzahl an Lüftern, die ich maximal verbaue, bei den größten Heizkörpern hinkommen. Wenn es 2 Ampere sind, ist auch noch kein Problem. Das geht dann schon noch durch. Sieht das dann so aus. Dann Stiftleiste musste ich einmal ein bisschen bearbeiten. Und zwar ist ja hier die Eigenheit, dass ich ja Übergabe habe meiner anderen Platine von dem Pro Mini auf die gehetzte Platine mit dem Funkmodul. Und ich brauche aber auch gleichzeitig auch noch Programmierpins, weil ich programmiere ja auch über SPI, genauso wie das Funkmodul über SPI angesprochen wird. Das heißt, so eine gewisse Doppelbelegung. Deswegen habe ich mir so eine Steckerleiste so ein bisschen hingeschoben und ausgedünnt und hier dann mal bestückt auf meine hergestellte Platine. Und von der Unterseite dann mal verlötet in der Richtung so. Und dann kommt das Funkmodul da drauf. Das Funkmodul hat hier noch eine Lagekarbtonwand gekriegt, weil natürlich die Platine hier keinen Lötstofflack hat und auch dementsprechend nicht isoliert ist. Also erlege ich das einfach in eine andere Richtung, dass alle Durchkontaktierungen und so weiter, die hier frei liegen, aber keinen Kontakt haben dürfen, isoliert sind. Man hat das mit dem Klebeband kein Problem. Das hält ja auch noch 300 Grad aus. Also wird auch beim Löten nicht schmelzen oder ähnliches. Und dann kann man das da drauf bestücken.
Es hat jetzt hier so ein paar Zehntel Luft zur Platine aufgrund der Lötstellen, die da drunter liegen. Aber das kriegt man hier trotzdem noch halbwegs hin, wie man sieht, mit den Lötbrücken da. Das kriegt man halbwegs drauf gelötet. So ein kleiner Kondensator noch, da der etwas größere, der glättet für Messung am ADC. Und dann war es eigentlich auch schon. Kommt da jetzt von der anderen Seite, wie gesagt, der Bromini drauf. Von meiner vorbereiteten Stiftleiste bleiben hier noch diese 6 Pins über, wo dann hier oben das Programmierkabel drauf kann. Ne? Einmal Versorgungsspannung, Reset-Leitung und dann die 3 Leitungen vom SPI. Und dass man da auch zum Programmieren dann bequem nochmal den Stecker aufstecken kann. Weil, ne, ja, Software kommt dann im dritten Teil. Das wird bestimmt ein paar Anläufe brauchen, bis das dann funktioniert. Und so kann man relativ schnell immer nochmal dran und nochmal Software ändern. Dann hatte ich ein Problem festgestellt, und zwar in meinem Layout. Das Pro-Mini Board-File, was ich da hatte, sozusagen, das hatte wohl ein bisschen einen Fehler oder es war eine andere Version oder sowas. Jedenfalls lag irgendwie der VCC-Pin lag irgendwie auf dem RX-Pin. Deswegen musste ich hier nochmal meine Stiftleiste an der Stelle wieder auslöten und einen kleinen Brückendraht biegen, dass ich die Versorgung dann auch an der richtigen Stelle habe. Der Rest hat zum Glück gepasst. Hätte ich mal vorher geguckt, wie es immer so ist. Aber ja, ein Fehler, der sich jetzt noch halbwegs beheben ließ. Von daher nicht ganz so schlimm. Ja, und so sehen die beiden Platinen aus. Sind sie fertig. Na, einmal die Seite mit der Steuerung, möchte ich es mal nennen. Einmal die Seite mit dem Wandler und der Motoransteuerung. Schön getrennt. Kann es da mal eine erste Anprobe geben. Hier sieht man das Gehäuse. Hier sind so der letzte Standfahrer aus dem ersten Teil mit dem Motor drin. Kommt die Platine einmal hier relativ gut rein, passt da drunter und die andere Platine einmal auf der Seite. So wird sich das dann verteilen ungefähr. Sieht also ganz gut aus. Hier kommt so eine Klemmleiste rein. Hier gibt es dann auch in den Deckel, der hier drauf kommt, einen Ausschnitt, wo man die Kabel reinstecken kann. Und die Schrauben sind dementsprechend dann halt von der Unterseite, wo man dann eben die Kabel einschrauben kann. Das passt ja auch ganz gut drauf. Also ja, fügt sich ganz gut zusammen, möchte ich mal sagen. Kann man das Ganze erstmal so ein bisschen verdrahten an dieser Stelle. Alles, was hier von rechts nach links kommt, was die gelben ungerouteten Leitungen waren im Layout, na, das ist ja einmal die beiden Leitungen, die den DIP 8 IC hier ansteuern, der dann eben den Motor in der Drehrichtung, was mit den schwarzen Kabeln, die hier rausgehen, dann sind, dementsprechend ansteuert. Dann gibt es noch einmal die Leitung, die quasi die PWM auf den FET gibt für den Wandler und dann noch einmal die Messleitung für die Ausgangsspannung, die zurückgeht. Hier unten die Klemmleiste, ne? Einmal GND, einmal die Versorgungsspannung, die noch verteilt werden will. Einmal hier der Ausgang für den Lüfter, der schon mal drauf ist. Wo man das Ganze dann so ein bisschen zusammengeknotet und da reingefriemelt hat, dann sieht es ungefähr so aus wie eben, nur mit ein paar Kabeln. Und ja, dann ist damit eigentlich so die Elektronikgeschichte an der Stelle abgehakt, möchte ich mal sagen. Alles ist drin, passt rein. Deckel kann dann drauf, an dieser Stelle noch nicht, weil wir noch programmiert werden, muss noch ausprobiert werden. Macht man den Deckel ja 20 Mal an und ab, wie das immer so ist. Deswegen bleibt er erstmal weg. Und im dritten Teil kümmern wir uns dann um die Software und die Einbindung in meine Hausautomation. Deswegen an dieser Stelle erstmal wie immer. Euch noch einen schönen Tag und tschüss.